Hallo und willkommen zurück zu Nummer 6 meines Projektes vom Bauern zum Manager. Und ja, ich habe mich jetzt, wir sind immer noch an Tag 2, wirklich gefühlt wie ein Manager, beziehungsweise eigentlich eher wie ein Hilfsarbeiter, weil ich ständig überall eingreifen musste und auch jetzt muss ich schon wieder eingreifen. Ich habe am gestrigen Tag stundenlang hier LS laufen lassen und hatte eigentlich gedacht, oh, das läuft so nebenbei, ne? Brauchst nur ab und zu mal gucken. Nein, ich musste ständig eingreifen. Zum einen diese Kartoffelruder. Katastrophe. Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den einen jetzt hier schon neu angesetzt habe, hier auf diesem Feld. Ja, er bleibt dann einfach stehen, will abgetankt werden und sagt dann, ich werde blockiert. Und dann schaltet sich, so wie hier, jetzt einfach mal Kursplay aus. Ja, warum auch immer, man weiß es nicht. Aber schön ist auf jeden Fall anders. Wenn wir den jetzt hier abladen lassen, bevor wir den dann hier wieder auf seine Strecke schicken. Das Lustige ist auch, er hat zwischendurch einfach mal seine Linie verlassen und ist einfach mal auf die nächste gesprungen. Auch im Vorgewende hat ihn gar nicht weiter interessiert, dass er eigentlich auf der falschen Linie ist. Warum auch? Also Cosplay entwickelt da so ein kleines Eigenleben. Man weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber ja, es ist einfach mal so. Mal Reifen gerade stellen. So, dann schicken wir den jetzt wieder hier los. So, auch so ein lustiges Phänomen, vor allem beim Kartoffelroder, aber auch beim Flug, dass zwischendurch das Spiel dann einfach mal so 2-3 Sekunden einfriert, wenn man ihm sagt, so, setz mal am nächsten Punkt wieder fort. Ja. Alles nicht so lustig. Dann hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt, dieser Flug hier auch. Katastrophal. Beim Wenden, dieser kleine Vorsatz hier. Oh, ich muss mich wieder klein machen hier. Oh, schon wieder fast vergessen. Ha, welche Videoaufnahme zum dritten Mal neu starten müssen. Dieser kleine Vorsatz hier. Beim Wenden, Katastrophe. Der ist jedes Mal an, kommt jedes Mal an den Reifen, wenn der jetzt hier links rumwendet. Das Feld sieht auch dementsprechend hier aus. Ja, also ich habe jetzt schon den Cosplay-Kurs neu berechnen lassen. Ich hatte irgendwie drin, der soll 3 Bahnen überspringen. Ich bin jetzt auf 2 Bahnen gegangen. Dadurch hat sich der Winkel jetzt hier auch geändert. Hier hinten in der Ecke war er jetzt noch gar nicht gewesen, weil er ständig an den Feldinseln beim Wenden irgendwie stehen geblieben ist, weil er halt vor dem Mast wenden wollte und da kann er nun mal nicht durchfahren. Ja, ich hoffe, ich kriege das Feld hier auch irgendwann mal fertig gepflügt. Oh, endlich mal wieder ein Auftrag fertig. Yippie. So, Kollege, fahr abladen. Mal wieder ein Ernteauftrag. Also Drescher! Soweit. Problemlos. Wo waren wir hier gewesen? Auf Feld 12. Feld 12 müsste hier sein. Ne? Komplett abgeerntet bis auf diese kleine Ecke. Ja, im Vorgewende musste ich eingreifen, weil Cosplay der Meinung war, er müsste einfach mal, auch wenn es noch gar nicht so weit ist, das Rohr ausfahren, von wegen entladen und Abfahrer rufen. Teilweise auch bei 20%. Er ist vor der Kurve abgeladen worden, war also eigentlich fast leer. Hat dann so 3-4% drin gehabt, ist um die Kurve gefahren und fuhr sofort wieder das Rohr aus, um am nächsten Baum hängen zu bleiben. Ja, hätte ich vielleicht Cosplay andere Einstellungen geben müssen, von wegen, er soll nicht im Vorgewende abtanken oder so, aber ja, weiß ich nicht, was dann passiert. Er hier mit seinem Flug, ne, er macht hier seine Arbeit. Soweit eigentlich problemlos. Ne? Also der blaue Flug kann ich im Moment nur empfehlen, funktioniert. Gut, hier wird er jetzt wahrscheinlich ein Problem kriegen, weil er jetzt nämlich versucht, durch den Mast durchzufahren. Hallo Cosplay. Du weißt doch schon, dass hier eine Feldinsel ist. Warum machst du das? Warum? Das Schlimme ist auch, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, aus welcher Bahn er gekommen ist. Ich glaube, ich habe ihm hier aber gesagt, er soll jede Bahn fahren und nicht großartig wenden. Was ist denn hier? Feld 44. 44. Ja, warum er jetzt hier das auch nicht gemacht hat. Weiß, es ist auch sehr unübersichtlich, was das Wenden hier überhaupt angeht. Also von den Linien her, wann er wie, wo, in welche Bahn fahren muss und welche er schon hatte. Cool wäre es natürlich, wenn er Wegpunkte, wo er schon war, löschen würde. Oder wenn die irgendwie eine andere Farbe kriegen. Dass man weiß, okay, da war er schon. Oder zumindest die gelben Bubbles hier oben drauf. Dass die, wenn er da schon war, irgendwie rot werden. Dann müsste man wenigstens, was er da so gerade fabriziert hat.
Bin ich mal gespannt, weil jetzt den Streifen hat er jetzt hier schon wieder ausgelassen, wo ich aber nicht weiß, warum. Alles solche Seltsamkeiten. So, der Kartoffelroder fährt noch. Wobei auch der hier auf Feld 10, ich habe da mal den Auftrag auch noch angenommen, hatte eigentlich gedacht, okay, der wird ja relativ schnell fertig sein. Es geht eigentlich noch, weil ich wollte den dann mit auf das andere Feld noch zusätzlich draufsetzen. Ja, auch der wird bestimmt bald wieder schreien, dass er getankt werden muss, wie alle anderen Erntefahrzeuge. Mal gucken, bleibt er diesmal wieder am Baum hängen? Also gerade beim vorherigen Wendemanöver ist er an einem Baum hängen geblieben. Machst du nichts, da bist du nur am Aufpassen. Also ich könnte jetzt nicht mal selber einen Drescher fahren, weil ich ständig hier kontrollieren muss, ob das alles sauber funktioniert. Immerhin, er hält noch seine 12 km/h, aber der wird gleich auch schon wieder nach Sprit schreien. So, die Ernteaufträge darf ich jetzt noch nicht abschließen, denn ich bin auf einem Feld mit Leihfahrzeugen tatsächlich draufgefahren. Ganz, ganz böse. Aber ja, was an Ernteaufträgen noch übrig ist, ne, Kombination aus Roder, zweimal JCB, zweimal Anhänger, das ist okay. Ja, damit kann man auch auf den Feldern arbeiten, während einer wegfährt, ne, ist noch ein zweiter auf jeden Fall auf dem Feld. Im schlimmsten Fall sind halt mal beide unterwegs. Hier auch Feld 25, ja, aber hier 39. Ein Riesenfeld, ein einziger Ernter, ein einziger Abfahrer mit zwei Anhängern. Heißt, wenn der hier voll ist mit seinen zwei Spielzeuganhängern und der ist unterwegs, wird er hier auf jeden Fall zwischenzeitlich volllaufen und die Arbeit wieder einstellen. Genauso hier Feld 40. Braucht er gar nicht machen. Also ihr braucht zwei Abfahrer. Weil anders wird es nicht funktionieren. Also er kriegt es hier mit dem blauen Flug noch eigentlich ganz gut hin. Na, außer bei Feldinseln. Doch schön, dass er eiskalt hier mal so wendet und dann noch ein Stück überlässt, aber ja, Auftragsfeld, ne? 100% heißt nicht, dass 100% vom Feld fertig sein müssen. Ja, und hier schreit schon wieder einer nach Sprit. Der hier nämlich. Toll! Bin mal gespannt. Also eigentlich müsste er ja irgendwann Autodrive aktivieren zum Tanken fahren. Schauen wir mal. Gucken, 5%. Wie viel Prozent haben wir denn? Ah, kann man leider nicht sehen. Schade. Aber Flug 100% Lackierung schon weg. Läuft. Und auch hier von den komischen Wendemanövern bleiben hier halt auch immer irgendwelche Reste stehen. Ja, nun steht er hier und steht. Ah, es bewegt sich. Fährt jetzt etwa wirklich vorwärts und rückwärts in die Bahn? Okay. Glaube ich auch so das zweite oder dritte Mal, dass irgendein KI-Fahrzeug jetzt hier meine Abfahrer erwischt. Ansonsten bisher eigentlich toi toi toi, waren die nicht großartig irgendwie im Weg. Aber ja, ich glaube, die NPCs fahren nicht mit 70, 80 Sachen hier durch die Gegend. Von daher ist der JCB halt mal eine Nummer schneller. Also es ist wirklich ein. Ja, ich spiele eigentlich mehr die ganze Zeit Aufpasser. Weil das halt wirklich bei den Kartoffelnrodern und dem komischen Flug einfach wirklich bloß katastrophal läuft. Und man ständig aufpassen muss, was sie jetzt gerade machen.
Nur 13. Ne, halt hier unten. So, warum fährt er jetzt dahin? Man weiß es nicht. Also er scheint mir irgendwo in eine komplett falsche Bahn zu fahren. Von daher werde ich den jetzt hier einmal. Achso, ich muss den erst. Nein, nicht hoch. Halt. Drehen? Wie ist denn drehen? B wie drehen, was ja totalen Sinn macht. So, dann müssten wir den jetzt aber. Nein, immer noch nicht. So, jetzt aber einmal hoch. So, haben wir hier für den Zielpunkt. So, 14. Dann schicken wir den jetzt erstmal tanken. Ja, dann werden wir den auf der anderen Seite mal ansetzen, dass wir irgendwann mal die paar Prozent noch zusammenkriegen. Feld 13. 15% fehlen noch. Und wenn ich aber sehe, wie viel von dem Feld noch übrig ist. 15%, ja, das heißt, ich werde den gleich hier oben irgendwo mal ansetzen, dass er hier mal das macht. Dann kann er sich hier langsam wieder zurückarbeiten. So, den Kollegen können wir jetzt hier mal ausmachen, weil 12 ist ja fertig. Wie gesagt, ich habe aus irgendeinem der Aufträge habe ich den Drescher und den Abfahrer auf ein anderes Feld noch geschickt. Ich weiß jetzt leider nur gerade nicht, welcher das war. Ja, warum er jetzt hier über eine leere Bahn fährt, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Also irgendwo hat er wieder eine leere Bahn erwischt, wo er eigentlich hätte nicht fahren sollen. Absolute Katastrophe. Gut, ich würde sagen, ich lasse die jetzt erstmal weiterfahren. Wir gehen in eine Unterbrechung, weil das müsst ihr euch nicht wirklich antun. Es ist einfach nur, ja, ein bisschen schade, wo ich aber nicht genau weiß, an was es wirklich liegt. Bei den Flugmissionen, okay, der Flug, ja, dass er die Feldinseln hier nicht erkennt und geradeaus durchfahren will oder auf der Feldinsel wenden will, obwohl da ein Hindernis steht. Zumindest bleibt er davor stehen und fährt nicht eiskalt dagegen. Warum er jetzt hier schon wieder auf einer Bahn ist, auf der er definitiv schon mal war, weiß man auch nicht. Ja. Vielleicht soll ich mir erstmal ein Beruhigungsschnäpschen holen oder so. Gut, ich werde das jetzt erstmal beobachten und das müsst ihr euch jetzt nicht antun. Deswegen ab in die kurze Unterbrechung und dann sehen wir uns gleich wieder. Etliche Stunden später und immer noch nicht fertig. Ich werde das jetzt noch laufen lassen. 80% haben wir jetzt hier schon und 86% hier. Ich habe jetzt auch beide Kartoffelroder auf der 34, wie man sieht. Chaos pur, was die hier so veranstalten. Ja, wird auf jeden Fall noch was dauern. Aber was schön ist, die Flugaufträge sind endlich fertig. Auch das war ein Kampf ohne Ende. Aber ist geschafft, heißt, ich kann jetzt den abschließen. Und auch den abschließen. Ich habe auch zwischendurch nochmal so den einen oder anderen Grubberauftrag laufen lassen. Und ja, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. 979.350 Euro. Und dazu kommen ja noch die 42.000 aus dem Auftrag, abzüglich Leihfahrzeug. Und von dem die 260.000 abzüglich Leihfahrzeug natürlich auch noch. Also, wir werden auf jeden Fall mit einer schönen Summe in den nächsten Tag starten. Wie gesagt, ich lasse das jetzt hier laufen. Mal gucken, wie lange es noch brauchen wird, aber ja, im Moment, es läuft. Keiner ist irgendwie großartig hängen geblieben. Ja, zwischendurch sagt er beim Entleeren, blockiert, obwohl da überhaupt nichts blockiert, weil da gar nichts vor ihm ist. Boah, aber so mit zwei Kartoffelrudern, vier Abfahrern, das passt auf jeden Fall und das lübt. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder am Tag 3, wenn er mögt. Ja. Wir lassen die einfach mal fahren. Dann schauen wir einfach mal. Vor allem dürft ihr mal in die Kommentare schreiben, was sollen wir denn als erstes kaufen? Sollen wir einen Drescher kaufen, lieber Trecker und Feldbearbeitungsgerät oder, was euch da so einfällt. Boah. Schauen wir mal. Bis zum dritten Tag. Ciao, ciao.